Empfehlung des Deutschen Ethikrates, Pandemie und psychische Gesundheit, Aufmerksamkeit, Beistand und Unterstützung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in und nach gesellschaftlichen Krisen. Ich darf begrüßen Professor Dr. Alina Büx, Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Professor Dr. Petra Bahr, Mitglied des Deutschen Ethikrates, sowie Professor Dr. Stefan Rixen, Mitglied des Deutschen Ethikrates. Wir haben auch heute Morgen der Übertragung dieser Pressekonferenz zugestimmt. Deswegen zwei Sätze zu uns. Die Bundespressekonferenz ist kein Teil der Bundesregierung, sondern wir sind ein unabhängiger Verein von Hauptstadtjournalisten, Hauptstadtjournalistinnen. Und unsere Aufgabe ist es, hier Pressekonferenzen durchzuführen, die von Interesse sind für unsere Mitglieder. Frau Büx, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Welti. Sehr geehrte Damen und Herren, ich danke Ihnen, dass Sie heute gekommen sind. Herzlich willkommen, auch im Namen meiner KollegInnen vom Deutschen Ethikrat, dass wir Ihnen hier heute Morgen unsere Ad-hoc-Empfehlung Pandemie und psychische Gesundheit, Aufmerksamkeit, Beistand und Unterstützung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in und nach gesellschaftlichen Krisen vorstellen dürfen. Das ist ein Thema, das mir ganz persönlich und den Kolleginnen und Kollegen sehr am Herzen liegt. Die psychischen Belastungen im Kontext der Covid-19-Pandemie, insbesondere für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, sind in der Öffentlichkeit oft übersehen worden. Es wurde nicht ausreichend gewürdigt, welchen Belastungen die jüngeren Generationen ausgesetzt waren. Durch die Pandemie an sich, also durch diese existenzielle Erfahrung einer langgezogenen, bedrohlichen Krise, sowie durch die zur Bekämpfung ergriffenen Maßnahmen. Und das, obwohl wir als Gesellschaft der jungen Generation große Solidarität abverlangt haben. Diejenigen, die dann aber selbst in Notlagen gerieten, erhielten nicht zuverlässig die erforderliche Beachtung und Unterstützung. Wir haben zwar vom Deutschen Ethikrat seit März 2020 auf die junge Generation hingewiesen, seit Sommer 2021 öffentlich auf die Lage immer stärker hingewiesen, aber das war zu wenig. Wir haben die Belastungen auch in unserer letzten Pandemiestellungnahme zu den Lehren aus der Pandemie im April 2020 unterstrichen, aber das war zu spät. Die Gesellschaft ist Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bislang vieles schuldig geblieben. Und auch wir vom Deutschen Ethikrat haben ihre Lage nicht nachdrücklich genug beachtet und nicht ausreichend auf konkretes gesellschaftliches und politisches Handeln gedrungen. Das wollen wir heute tun und formulieren eine Reihe konkreter Empfehlungen. Vorsorge und unterstützende Angebote müssen ausgebaut, Versorgungslücken müssen geschlossen, mehr Therapieplätze geschaffen und es muss unbedingt vermieden werden, dass junge Menschen in aktuellen und zukünftigen gesellschaftlichen Krisen als erste besonders viele Lasten tragen müssen. Und wir müssen mit den jungen Generationen selbst sprechen und sie hören. Meine KollegInnen Petra Bahr und Stefan Rixen werden Ihnen gleich diesbezüglich noch einiges erläutern. Wir denken also nicht nur an die Pandemie, sondern auch an die gegenwärtigen, sich sozusagen aufeinander stapelnden Krisen von Krieg, Inflation, Energie bis hin zur Klimakrise. Und wir tun dies zudem noch unter dem Eindruck einer Veranstaltung von vor 2 Monaten. Unsere Herbsttagung trifft den Ethikrat, unser Leben in der Pandemie, in der uns 350 Schülerinnen und Schüler in wirklich tief beeindruckender Art und Weise von ihren Erfahrungen, Belastungen und Bedürfnissen berichtet haben. Ebenso haben wir ExpertInnen in unsere Arbeit an der Ad-hoc-Empfehlung mit einbezogen, denen ich hier noch einmal sehr herzlich danken möchte und die uns den Stand der aktuellen empirischen Daten und Studienergebnisse zur psychischen Gesundheit der Jungen mitgegeben haben. Wie es Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in unterschiedlichen Altersphasen gelungen ist, sich an die hereinbrechenden Veränderungen der Alltagsabläufe anzupassen und diese zu gestalten, angesichts ständig neuer Rahmenbedingungen, ist wirklich beeindruckend. Viele Jugendliche haben die Verlagerung des Lernens in den digitalen Raum, den Wegfall vieler Angebote der Freizeitgestaltung, die Trennung von Freundinnen und Freunden und Familienmitgliedern mit Fantasie, digitaler Vernetzung und der Ausbildung neuer Fähigkeiten überraschend gut bewältigt. Gleichzeitig blieb für alle die katastrophische Erfahrung der Pandemie eine existenzielle Herausforderung. Diese Erfahrung ist gekennzeichnet durch Vereinsamung,
Isolation und Angst, übermäßigen Medienkonsum sowie das Fehlen äußerer Strukturen, die dem eigenen Leben üblicherweise Halt geben. Das Erlernen der im Zuge der Schulschließung nicht immer gut vermittelten Unterrichtsinhalte erzeugte zusätzlichen Leistungsdruck, der bis heute anhält. Lerndefizite wurden zwar öffentlich früh thematisiert, aber dass Bildungsorte auch soziale Lebensorte sind, wurde oft übersehen. Stark war auch das stumme Leid der jüngeren Kinder, denen weder die nur unzureichend kompensierenden digitalen Formen des Zusammentreffens noch das Sprachvermögen zur Verfügung stehen, um ihre Nöte mitteilen zu können. Insbesondere in Transitionsphasen, etwa im Übergang vom Kindergarten in die Grundschule, von der Grundschule in die weiterführende Schule und von der Schule in die Ausbildung oder zum Studium, nahmen die Verunsicherung und die psychischen Belastungen pandemiebedingt in allen Altersgruppen überdurchschnittlich zu. Familie und Nahbeziehung boten einerseits Halt und Sicherheit, oft um den Preis von mehr Care-Arbeit bei oft gleichbleibender beruflicher Belastung der Betroffenen. Andererseits gehörten zum Alltag in der Pandemie auch Konflikte in der Familie bis hin zu Gewalterfahrungen, emotionale, körperliche Misshandlung, sexualisierte Gewalt und so weiter, die junge Menschen besonders in den Zeiten massiver Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen oft in ausweglose Situationen brachten. Die jüngere Generation erlebte Erwachsene und Ältere zum Teil als ängstlich, gestresst, überfordert oder gar selbstbezogen. Und auch öffentlich erhobene Vorwürfe, die jüngere Generation verhalte sich in der Pandemie leichtfertig und egoistisch, Stichwort Partyjugend, wurden als belastend erlebt. Meine Damen und Herren, im Verlauf der Pandemie haben Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene besondere Belastungen erlebt. Sie haben erhebliche Freiheitseinschränkungen hingenommen und sich gleichwohl in hohem Maße solidarisch gezeigt. Die Gesellschaft schuldet, wir alle schulden Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen für diese Solidaritätsleistung großen Dank und Respekt. Aber das verpflichtet auch zu konkretem Handeln. Der Deutsche Ethikrat empfiehlt nachdrücklich, dieser Anerkennung von politischer Seite Ausdruck zu verleihen, entsprechend zu handeln und die hier vorgelegten Handlungsempfehlungen umzusetzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann Frau Barr, bitte. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, von mir nur drei ergänzende Bemerkungen, denn eine kurze Stellungnahme braucht auch nur kurze Hinweise. Einmal die Vertiefung zu dem Verhältnis von Maßnahmen und psychischen Folgen. Die internationale Studienlage ist so, dass ganz deutlich wird, dass unabhängig von den unterschiedlichen nationalen Maßnahmen der Zuwachs an psychischen Erkrankungen zu feststellen ist. Etwa im Ländervergleich Italien, Schweden ist das ganz offensichtlich. Zwei Länder, die sehr unterschiedlich umgegangen sind, etwa mit Schulschließungen. Das Ergebnis ist aber jedes Mal das gleiche, ungefähr gleicher Prozentsatz an psychisch Erkrankten. Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Was bedeutet das nun? Das bedeutet, dass natürlich Isolation, Schuldruck, mangelnde soziale Kontakte und altersgemäße Entwicklungen dazu beigetragen haben, dass das seelische Leid in dieser Altersgruppe groß war. Aber es ist die Erfahrung der Krise selbst, die existenzielle Erfahrung, die Disruption auch von Zukunftshoffnungen und von Vorstellungen von guten und gelingenden Leben, das massiv den seelischen Druck erhöht hat. Nur deswegen kann der Deutsche Ethikrat gerade auch auf andere künftige oder gegenwärtige Krisen hinweisen und dringend um einen schonenderen Umgang mit der jungen Generation bitten, die ja anteilig in dieser Gesellschaft in der Minderheit sind, deutlich unter 20%. Zweiter Hinweis, wer seelisch leidet, leidet immer anders. Eine Jugendliche, die selbstverletzendes Verhalten zeigt, leidet anders als ein 8-Jähriger mit Angststörungen. Ein Kind, das nun seit mehreren Jahren schon als stark vorerkranktes in Isolation lebt, leidet psychisch anders als eine Jugendliche, die unter Long-Covid leidet. Das führt dazu, dass dieses Leiden individualisiert wird. Es ist aber die Aufgabe dieser ganzen Gesellschaft, sich dieses isolierten Leids mit entsprechend passenden Maßnahmen anzunehmen. Und dazu gehört, dass die Zielgenauigkeit der Prävention und auch der therapeutischen und begleitenden Angebote deutlich gesteigert wird. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene müssen an ihren Lebensorten Beratung erfahren. Das ist eine der Erkenntnisse aus den Studien, dass wer in existenzielle Nöte gerät und keine Orte hat, diese Nöte zu thematisieren
oft genug psychisch stärker erkrankt, als es hätte sein müssen. Die schulpsychologischen Angebote, aber auch die Angebote in Kitas für Eltern und die Beratung an Universitäten ist genau an diesen Orten richtig untergebracht. Die Zugänge müssen vereinfacht werden. Sie müssen auch sprach- und kultursensibel gestartet werden, denn hier gibt es eine große Gerechtigkeitslücke. Dritter Punkt, Solidarität. Zu Anfang der Krise, aber eigentlich auch durch die ganze Pandemie, wurde die junge Generation immer um Solidarität gebeten, teils wortreich dazu gedrängt, Solidarität mit den Älteren zu zeigen. Das hat diese Generation eindeutig gezeigt und darüber hinaus auch selbst sehr kreativ, selbst auf dem Land in Niedersachsen, wo ich herkomme, gezeigt, was es bedeutet, die Älteren und die Vorerkrankten und die Vulnerablen nicht nur zu stützen, sondern auch mental zu stärken. Sehr fantasiereich. Jetzt erfahren Sie, dass diese Solidarität keine Antwort findet. Natürlich kann man Solidarität der Älteren nicht einfordern. Wenn diese Antwort aber innerorts bleibt, führt das zu einem Konflikt, einem latenten noch zwischen den Generationen, der auch die intergenerationelle Gerechtigkeit befragt. Gerade weil Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mittlerweile zu einer Minderheit in dieser Gesellschaft gehören, ist dieser Hinweis sehr wichtig. Solidarität und Gerechtigkeitsfragen verbergen sich hinter diesem kleinen Ausschnitt zum Wohlergehen psychischer Situationen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Das Letzte, es geht nicht nur um Generationengerechtigkeit, sondern in der Begleitung von psychischen Notständen bis hin zu handfesten und manifesten psychischen Erkrankungen auch um Zugangsgerechtigkeit. Sie alle können ahnen, was es bedeutet, wenn man ein psychisch krankes Kind zu Hause hat. Wer schafft es schon, die therapeutisch angemessenen Orte sofort zu finden, die richtigen ÄrztInnen auszumachen, die schulpsychologische Beratung in Anspruch zu nehmen. Hier braucht es eine deutliche Vernetzung und unter knappen Ressourcen auch eine Vernetzung der unterschiedlichen Hilfsangebote. Vielen Dank. Ein technischer Hinweis bitte. Kameras mit dem Stativ bleiben bitte auf dem Podium, nicht frei im Raum. Das sind alles Fluchtwege, die müssen frei bleiben. Hat mich die Kollegin gehört? Dankeschön. Herr Rixen. Ja, vielen Dank. Ich darf drei Gedanken aus unserer Empfehlung noch mal akzentuieren. Das erste bezieht sich auf die Bedeutung von psychischer Integrität. Der zweite Gedanke auf einige Empfehlungen, was denn nun zu tun ist. Und das dritte zur Bedeutung von Forschung. Bei der Pandemiebewältigung gab es zunächst einen fast ausschließlichen Fokus auf Gesundheit im Sinne körperlicher Unversehrtheit. Andere Dimensionen eines umfassenden Gesundheitsverständnisses, insbesondere die psychische Integrität, blieben zu lange im toten Winkel der öffentlichen Aufmerksamkeit. Aber gesundheitliche Integrität ist ohne psychische Integrität nicht vollständig. Ein besonders dringender Notstand ist aus Sicht des Deutschen Ethikrates der Mangel an zeitnah verfügbarer psychosozialer Prävention, Beratung, Unterstützung und Versorgung. Schon vor der Pandemie gab es erhebliche Versorgungsdefizite. Aufgrund des Zuwachses an Beratungsbedarf, aber auch des Anstiegs an therapeutischem Hilfebedarf, sind diese Defizite erheblich größer geworden. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die in der Pandemie psychisch erkrankt sind, brauchen gute und zielgenaue Versorgung. Dass diese nicht immer gegeben ist, belegen die langen Wartezeiten bis zur Diagnostik und der sich anschließenden adäquaten Hilfe und Therapie. Daher empfiehlt der Deutsche Ethikrat eine schnelle, nachhaltige und verteilungsgerechte Verbesserung der Versorgungssituation. Damit befassen sich im Einzelnen die Empfehlungen 6-9. Und das heißt zusammengefasst, der Zugang zur Hilfe muss schneller und unkomplizierter sein. Wir brauchen zeitnah konkrete Pläne dazu, wie bestehende Versorgungsdefizite behoben werden können. Insbesondere ist auch regional zu prüfen, ob die ambulante therapeutische Versorgung gesetzlich versicherter Patientinnen und Patienten weiter ausgebaut werden muss. Nötig ist eine ausreichend zwischen dem ambulanten und dem stationären Bereich ausbalancierte Versorgung. Und nötig ist vor allem der Ausbau sektorenübergreifender multiprofessioneller Versorgungsnetze. Und dabei müssen alle Beratungs- und Hilfsangebote in den Bereichen Schule, Hochschule, Gesundheitswesen sowie Kinder- und Jugendhilfe ineinandergreifen und insbesondere auch die Familie als Lebensort muss einbezogen werden. Und ganz besonders wichtig ist die verlässliche Kooperation mit den Angeboten der Suizidprävention. Gute Hilfe, gute Versorgung fällt nicht vom Himmel, sondern setzt gute Forschung voraus. Das heißt, die Forschung
über die Folgen von Maßnahmen zur Bewältigung gesellschaftlicher Krisen, nicht nur von Pandemien, sollte gefördert werden, um Angebote der Prävention, Beratung, Diagnostik, Therapie und Rehabilitation evidenzbasiert zu verbessern. Diese Forschung ist im Sinne der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts Bundesnotbremse 2 auch geboten, damit politische Entscheidungen zur Krisenbewältigung noch differenzierter, noch verhältnismäßiger im Interesse von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen getroffen werden können. Bessere Forschung ermöglicht bessere Versorgung, und bessere Versorgung heißt, die psychische Integrität und damit die Menschenrechte von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen werden besser geschützt. Vielen Dank. Dann sind wir bei Fragen und es geht los mit Frau Spiekermann, wenn Sie sich kurz vorstellen. Spiekermann vom ZDF-Hauptstadtstudio. Das ist ja eine sehr sorgenvolle Empfehlung. Mich würde noch interessieren, welche konkreten Zahlen dahinter stehen, beziehungsweise es muss ja deutlich zugenommen haben, sonst würden Sie jetzt wahrscheinlich hier nicht sitzen. Und das andere ist, Sie sagen oft zu wenig, zu spät und beziehen das auch auf den Deutschen Ethikrat. Ist das so eine Art Entschuldigung oder hört sich das, also es hört sich natürlich an wie eine Entschuldigung, aber ist das eine Entschuldigung gegenüber der Generation? Vielen Dank. Ich fange mal an und gebe die Frage zu Daten und Zahlen dann weiter an die Kolleginnen. Das werden wir und werde ich im Moment ständig gefragt, das mit diesem Entschuldigen. Da würde ich gern was Prinzipielles dazu sagen. Da steckt ja dahinter, man wäre schuldig geworden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das einmal unterstreicht. Darum geht es nicht. Da hätte man ja irgendwie vorher für die jungen Generationen etwas Schaden anrichten wollen. Und wir haben uns, wenn auch nicht ausreichend, so haben wir doch zumindest die jungen Generationen immer in den Blick genommen. Aber wir tragen als Gesellschaft die Verantwortung dafür, dass negative Folgen auch von legitimen Maßnahmen jetzt angeguckt werden und reagiert wird. Wenn wir das nicht machen würden, das wäre in der Tat sehr problematisch. Und deswegen legen wir heute hier diese Empfehlung vor. Zweiter Satz, das Ganze ist schon auch Teil einer kritischen Selbstreflexion. Das sagen wir auch in dieser Empfehlung. Nochmal, wir haben immer wieder auf die Jüngeren hingewiesen, aber eben doch zu wenig. Wir haben sie nicht ganz stark in einen eigenen Fokus genommen. Und das wollten wir jetzt mit dieser Empfehlung einfach einmal tun. Also es ist schon auch ein Nachdenken darüber, insbesondere natürlich mit Blick nach vorne, mit Blick auf die Krisen, die noch kommen, wie kann man da besser und schneller werden. Aber das Wichtigste heute ist, sind uns diese Handlungsempfehlungen, dass tatsächlich was passiert, denn da gibt es große, große Defizite. Das haben die Kolleginnen Ihnen ja gerade vorgestellt. Petra, magst du zu diesen Zahlen fragen? Ich wollte erst noch mal ergänzen, dass was, glaube ich, nicht gelungen ist, ist das Verhältnis von Infektionsschutz und Teilhabe gründlich genug zu bedenken. Das liegt aber am Handlungsdruck und am Entscheidungsdruck. Und vermutlich liegt es auch daran, dass es durchaus auch in den öffentlichen Debatten Übertreibungen von beiden Seiten gab, die genau die differenzierten Abwägungsprozesse unter den Tisch fallen ließen. Und dazu gehört auch dieses Thema Infektionsschutz und Teilhabe für Kinder und Jugendliche in gerechtigkeitstheoretischer Perspektive. Was die Zahlen angeht, muss man immer fragen, was will man denn genau wissen? Es gibt ja psychisches Leid und seelischen Druck, der unterhalb der Schwelle etwa von therapeutischer Begleitung bleibt. Der ist, wie wir von Schulsozialarbeitern und SchulpsychologInnen wissen, extrem hoch und bleibt auch noch hoch. Bei den handfest manifesten psychischen Erkrankungen gibt es Zahlen zwischen 6 und 17%, wobei die Dunkelziffer offensichtlich als relativ hoch eingeschätzt wird, weil die Zugänge etwa zur Diagnostik so lange dauern. Ja, ich würde das nur noch ergänzen. Also gerade die Studien, so wie wir sie gelesen haben, gleichzeitig auch ausgetauscht haben mit den Expertinnen und Experten, die wir noch dazu gebeten hatten, sprechen halt von einem Trend. Also das heißt, diese Zahlen, die bereits genannt wurden von Frau Bahr, deuten darauf hin, dass etwas im Gange ist, was tatsächlich auch ein schnelles Handeln erfordert, was ja auch erklärt, dass wir auch nochmal als Deutscher Ethikrat den Eindruck haben, da muss nochmal genauer darauf hingewiesen werden, dass das nicht noch stärker wird an Effekten, die jetzt schon im Gange sind. Und der andere Punkt, den Sie angesprochen haben, ist etwas, glaube ich, was wir uns alle im Deutschen Ethikrat auch fragen, selbstkritisch. Wir haben das ja schon gehört. Hätten nicht bestimmte
Interessen, gerade auch insbesondere der jüngeren Generation, deutlicher gewichtet werden müssen. Und gleichzeitig ist für uns aber der Einsicht, wie für viele andere, schon auch wichtig zu sagen, es kann mit guten Gründen Entscheidungen geben, die trotzdem, wie wir jetzt sehen, eben keine guten Folgen haben. Und dafür müssen wir als Gesellschaft, aber auch als Deutscher Ethikrat Verantwortung übernehmen. Das tun wir, indem wir dafür werben, dass jetzt auch politisch, gesellschaftlich mehr passiert mit Blick auf eine bessere Versorgung und Hilfe auch junger Menschen im Bereich der psychischen Leiden, der psychischen Erkrankung. Zusatz, Frau Spiekermann? Ja, die Frage ist ja, also ich nehme in der Politik jetzt keine Reaktion darauf wahr. Also ich nehme keine Zunahme der Beratungsstellen wahr. Und ist es nicht auch so, das haben Sie auch angedeutet in der Empfehlung, dass jetzt durch die Energiekrise der gleiche Fehler nochmal gemacht wird? Also indem ich sage, wir nehmen jetzt Schulden auf und was dann danach kommt, um Gottes Willen, also das werden wir dann sehen. Das Thema der intergenerationellen Gerechtigkeit trifft genau den Punkt. Es ist jedenfalls das Risiko da, dass bei der nächsten Krise schon wieder die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Ersten sind, die das zu spüren kriegen in kalten Klassenzimmern, in digitalen Universitätshörsälen und an anderen Orten, weil das als öffentliche Orte vermutlich die am leichtesten zugänglichen sind und, wenn ich mir eine persönliche Bemerkung als Bischöfin erlauben darf, weil viele Eltern und LehrerInnen auch so erschöpft sind, dass ihnen die Kraft, das politisch zu thematisieren, oft fehlt. Und an dieser Stelle haben wir auch eine Stellvertretungsaufgabe als Deutscher Ethikrat. Ich würde das gerne noch verstärken. Wir wollen jetzt wirklich auch eine Plattform nutzen. Das ist einfach wichtig. Und natürlich haben wir keine Garantien, dass das jetzt nicht auch wieder verhallt. Aber wir sind in diesem Fall relativ konkret. Die Empfehlungen, die wir ausgearbeitet haben, sind auch nicht irgendwie grundstürzend neu, sondern die werden natürlich von vielen Expertinnen und Experten schon sehr lange in ähnlicher Art und Weise vorgetragen. Und wir wollen dem Ganzen jetzt noch mal ein bisschen Bums geben. Insbesondere mit Blick auf die Zukunft. Frau Bahr hatte das gerade schon erwähnt. Die jungen Generationen sind Minderheiten geworden in unserer Gesellschaft. Und es ist deswegen einfach immer in der Gefahr, wenn es um Krisenbewältigung geht und man sagt, ja, es muss schnell und intensiv gehandelt werden, dass sie dann ins Hintertreffen geraten. Und wir wollen wirklich einen Scheinwerfer darauf legen, dass genau das nicht passieren darf. Frau Kollegin. Ja, Nina Amin, ARD Hauptstadtstudio. Hallo. Das war jetzt eigentlich auch schon meine Frage gewesen mit Blick auf die aktuellen Krisen sowie Energiekrise. Da haben Sie ja schon ausgedrückt, dass Sie halt befürchten, dass da halt wirklich dann Räume gekühlt werden, wo Kinder sind, Turnhallen vielleicht wieder schließen. Schwimmbäder. Bitte? Schwimmbäder. Ja, genau. Vielleicht können Sie das einfach nochmal schildern aus Ihrer Sicht. Sehen Sie da jetzt schon richtige Tendenzen? Weil wir haben ja jetzt auch schon wieder so diesen Blick auf die Industrie, also ein bisschen in Richtung Industry First. Vielleicht können Sie das einfach nochmal zuspitzen, was Sie da jetzt konkret von der Politik verlangen. Wer möchte? Herr Rixen? Ja, also ich glaube, mit Blick jetzt, es klang ja schon an, es passiert offensichtlich bislang wenig, um das zu tun. Ich könnte mir einiges vorstellen. Nun ist das letztlich eine Frage von Gesundheitspolitik. Zunächst mal ist aber auch Gesundheitspolitik mehr als Corona-Politik. Und das bedeutet auch, man muss sich fragen, wie können denn jetzt die unterschiedlichen Hilfesysteme zusammengeführt werden? Also wir haben ja gesagt, wir brauchen konkrete Pläne. Zum Beispiel, das könnte eine Idee sein, wie sieht das mit dem nationalen Gipfel psychische Gesundheit aus? Wie kann jetzt auch gesundheitspolitisch dazu beigetragen werden, dass die Akteurinnen und Akteure auf Landesebene, auf Bundesebene, auch bei den Kassen, bei den privaten Versicherungen jetzt zusammen sich setzen und dann nicht nur rhetorisch Solidarität bekunden, sondern auch real sagen, das geschieht. Ich glaube, dass das wirklich nötig ist, denn wenn wir eins gelernt haben, und das wissen wir jetzt, dass die Krisenbewältigung, so nötig sie war, dem Grunde nach, dass sie aber eben auch Folgen hat. Und wir wissen jetzt, dass wenn wir nur rhetorisch Solidarität bekünden, aber nicht real, dass die Folgen sich wahrscheinlich verschlimmern werden, dass wieder junge Menschen, junge Generationen die Kosten, in Anführungszeichen, die emotionalen Kosten tragen wird. Und ich glaube, dass das jetzt nötig ist, dass etwa ganz konkret gesagt wird im Bereich der Politik, was können wir tun? Wir können nur Impulse geben, das ist unsere Aufgabe, aber das können wir auch tun. Wir hoffen, dass die Impulse da auch aufgegriffen werden im politischen Bereich. Zusatz, Frau Amin? Ja, vielleicht einfach nochmal, das ist jetzt in sicher in Richtung Gesundheitspolitik was zu tun, was man tun kann, aber haben Sie vielleicht noch andere Felder auch in der Politik, wo Sie sagen, die müssten auch noch mehr an die Kinder und Jugendlichen denken? Also alle.
Lassen Sie mich das so breit ziehen. Das steht nicht ganz konkret in dieser Empfehlung, denn da geht es um die psychische Gesundheit. Und das ist natürlich klar, das ist nicht nur, aber sehr viel Gesundheitspolitik, wobei es uns wirklich wichtig ist, da auch sektorübergreifend darauf hinzuweisen. Also das ist eben von Angeboten im Freizeitbereich über schulpsychologische Angebote, also da sind wir dann in der Bildungs- und Kultuspolitik, bis hin eben zu Therapieplätzen und so weiter gehen muss. Schon das ist ein ganz schön dickes Brett. Das muss einfach besser werden, dass es da eine Vernetzung gibt, dass bestehende Angebote zusammengeführt werden beziehungsweise aufgebaut werden. Aber ich glaube, da spreche ich für die KollegInnen mit. Ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster. Dadurch, dass wir den Blick auf diese anderen gesellschaftlichen Krisen wenden, ist ja offenkundig, dass alle Politiksektoren gemeint sind, die dann in einer Krise relevant werden. Und ich würde das so weit ziehen, auch jenseits von Krisen, dass die Belange, die Bedarfe von jungen Menschen nicht hintangestellt werden, sondern dass sie eben tatsächlich sehr stark und noch viel stärker im Fokus stehen. Und da sind Krisen, die auf uns zukommen. Die Klimakrise ist die offenkundigste. Aber die werden immer wieder solche Gerechtigkeits- und Solidaritätsherausforderungen mit sich bringen. Und dann sollte eine Regel sein, das sagen wir, wie schützen wir die jungen Generationen? Und wie können wir dafür sorgen, dass wir ihnen nicht so viel aufbürden? Und das ist dann eventuell das Wirtschaftsministerium, das darüber nachdenken muss, oder das Umweltministerium. Das ist für uns sozusagen dasselbe, das Gleiche. Und in Ergänzung dazu Teilhabeorte schaffen. Wir haben ja die für uns alle überraschende Erfahrung gemacht, dass mehrere hundert Jugendliche nicht nur intensiv aus ihrer Corona-Zeit berichteten, sondern teilweise auch sagten, das durften wir noch nie irgendwo erzählen. Und dieses Indiz spricht dafür, dass die Orte, wo Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene über die Krisen, in denen sie jetzt und in Zukunft leben werden, so reflektieren, dass die Älteren ihnen nicht immer sagen, was sie zu denken hätten und wie sie zu demonstrieren hätten und wie sie zu artikulieren hätten. Das scheint mir eine große Herausforderung dieser Gesellschaft insgesamt zu sein. Also Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene auch selbst zu Wort kommen lassen. Also das haben wir ja nur ergänzend auch in der Empfehlung 10 klar gemacht, dass es auch ein Repräsentations-, ein Partizipationsdefizit gibt, gerade was die Sichtweisen der jungen Generation angeht. Und diese Orte zu schaffen, das kann in vielfältiger Weise geschehen, aber dass überhaupt gesehen wird. Wir haben ja eben schon gehört, dass die junge Generation gewissermaßen aufs Ganze der Gesellschaft gesehen in eine Minderheitssituation gerät. Wie können wir da sicherstellen, dass Repräsentation gelingt? Über parlamentarische Vertretung hinaus brauchen wir noch andere Orte vielleicht, in denen auch die Sichtweisen der jungen Generation wirksam werden. Und nochmal ergänzend, natürlich ist der Bereich der Gesundheitspolitik wichtig, aber was wir ja deutlich sagen, ist, dass es ineinander greifen muss. Aber wir brauchen über die Gesundheitspolitik hinaus sozusagen eine zusammenhängende Betrachtung aller Hilfsangebote bis hin zur Kinder- und Jugendhilfe in die Beratungsangebote hinein. Und das geschieht aber nur, wenn Bund, Länder und diejenigen, die für all diese Angebote zuständig sind, zusammen sich setzen und überlegen, wie können wir dort vielleicht Dinge auf den Weg bringen, die es bislang so noch nicht gibt. Phoenix vor Ort. Guten Morgen. Auch am Wochenende wurde noch heftig gestritten, wie umgehen mit den Klimaprotestlern, die inzwischen sogar ganze Flughäfen lahmlegen.